gut. Willkommen bei Chance 2.0. Mein Name ist Jerome, das ist die Oraya. Heute dürfen wir den berühmtesten Kriminalbiologe der Welt, Herr der Maden, Dr. Marc Benecke, Forensiker, Schriftsteller, Ausbilder, Berater, Sänger, Politiker und vieles mehr begrüßen. Yeah. Hi. Kann ich Sie duzen? Ja, ich bitte darum. Aber ich sitze Sie lieber. Okay, dann sieht's mich. Also, Sie haben ja immer viel zu tun, viele Projekte. Wie bekommen Sie das alles in Time? Mal gut organisieren. Also zum Beispiel so wie jetzt heute. Dann habe ich die ganze Zeit mit demjenigen, der das organisiert hat, immer geredet, damit er immer Bescheid weiß, wo ich gerade bin. So machen wir es im Labor auch. Alle müssen immer wissen, was die anderen gerade machen. Und dann kann man sich darauf einstellen und so kriegt man dann unheimlich viel organisiert. Und wir haben halt keine Arbeitszeiten. Also wir arbeiten halt, keine Ahnung, 12 Stunden am Tag oder so. Auch am Wochenende. Macht denen Spaß am Wochenende zu arbeiten? Ja, genau. Ja, ich mache das gerne. Ich bin ja Freiberufler, ich habe mir das ausgesucht. Es ist jetzt nicht so wie ein Job, wo man hingeht und sagt so, ja, okay, mache ich, um Geld zu verdienen, sondern das war ja meine Idee, meine eigene Idee. Deswegen, ja, mache ich das. Das ist cool. Also, was war der spannendste und interessanteste Fall, den Sie bis jetzt bearbeitet haben? Ich finde alle Fälle spannend. Also das ist so, bei uns ist das so, muss wie ein Kind sein. Also was sagt so, guck mal da, eine Wolke und da ein Gras und da eine Blume und so. Und so gehen wir an den Tatort auch immer. Also wir finden alles immer, alles spannend. Also anders geht's nicht. Also deswegen sind alle Fälle cool. Cool. Also hatten Sie früher auch mal selbst ein Problem, irgendwie mit den Insekten zu arbeiten? Meinst du, weil ich die komisch finde oder eklig? Nee, Insekten, meinst ja, du das? Manche finden Insekten ja eklig. Viele finden Spinnen eklig, ne? Aber Insekten, die haben ja nur 6 Beine. Die finden die meisten so, geht eigentlich. Aber eigentlich sind die ja schon so Marienkäfer und so. Magst du keine Insekten manchmal? Nein. Nie? Gar keine? Marienkäfer? Also ich kann sie sehen so, aber jetzt anfassen nicht so. Aber wenn Marienkäfer sich auf deinen Finger setzt? Mit so roten, schwarzen Punkten? Nee. Doch, die sind super, die Tiere. Die können ganz viele tolle Sachen. Die können unter der Decke landen zum Beispiel, können Menschen nicht. Oder können, was weiß ich, aus riesiger Entfernung irgendwas sehen oder riechen. Also das sind coole Tiere. Nee, die mochte ich schon immer eigentlich. Spinnen, es geht so. Ich habe eine im Badezimmer, die finde ich nicht so cool. Also hinterm Badezimmerschrank wohnt die. Ich tue sie nicht weg, aber ich will sie auch nicht unbedingt sehen. Also bevor ich reingehe, mache ich mal so pock, pock, damit die wieder hinter den Schrank geht. Ja. Ich glaube, das machen alle. Ja. Also Sie haben ja auch mal im Ausland gearbeitet, bei FBI, in Vietnam, Kolumbien oder auf den Philippinen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, das will sonst immer keiner machen. Also in vielen von den Ländern ist das sehr gefährlich. Also da gibt es zum Beispiel Entführungen oder Morde. Also Journalisten werden da ermordet und Wissenschaftler auch, wenn die irgendwie was machen. Oder das, dann wollen die anderen Kollegen das nicht unbedingt machen. Und bei mir ist es so, dass ich falle auch nicht so auf vor Ort. Also die anderen Kollegen, die bleiben, die zum Beispiel, die ziehen dann dieselben Klamotten an wie in Deutschland. Also ja, ist vielleicht nicht so super intelligent. Oder weiß ich nicht, oder haben teure Sachen, wo dann die Leute, die arm sind, sehen das sofort und sagen dann so, was ist denn das für ein Idiot, ne? Und wollen das natürlich haben dann. Und ja, das habe ich halt nicht. Das ist ganz praktisch. Also sind Sie schon mal irgendwie in einer gefährlichen Situation gekommen? Ja, schon öfter, aber das, man kriegt da ja so ein Gefühl für, das ist ja so wie hier, keine Ahnung, ich meine, das kann ja auch hier in der Stadt, wenn du nachts rumläufst oder so passieren oder in der falschen Ecke, dass einer dich blöd anmacht, musst halt ein bisschen aufpassen, aber ich bin da eigentlich recht naiv meistens, dann geht das schon. Also ein Student ist schon entführt worden mal, der war auch über ein Jahr entführt, aber man konnte mit den Entführern reden, also man wusste jetzt, dass es dem gut geht und so, also ja, das ist halt ein bisschen anders als in Deutschland, aber man kann mit der Gefahr so umgehen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das wie ein Blitz trifft und dann auf einmal tot bist oder so, das ist meistens nicht so. Oder man darf zum Beispiel Interviews, so wie hier, das ist jetzt nicht so gut, wenn man die macht, weil dann, weiß ich nicht, dann das Band, früher waren so Bänder in der Kamera drin, das wird dann rumgereicht irgendwie und dann sehen die, da ist jemand, von dem die denken, dass der reich ist. Also die denken, alle Ausländer sind reich und dann, stand schon mal im Hotel jemand und hat dann so geguckt und da wussten wir schon, dass das die Guerilla-Leute waren und naja, da muss halt einer mit dem Maschinengewehr sich da vorstellen und dann gehen die halt wieder. Also apropos Gefahr, Sie hatten auch schon öfters mit Serienmördern zu tun und wie war das so? Man kennt ja so Filme, so Schweigen der Lämmer und Hannibal und so. Gesehen? Wie alt bist du? Ich bin 17. Okay. Aber jeder macht ja mal sowas. Ja, klar. So und so Spaß. Wie war das so? Ja, das stimmt schon. Also Schweigen der Lämmer ist gut. Da ist der Psychopath gut dargestellt. Da gibt es ja auch eine Serie zu. Hast du die gesehen? Hannibal, die läuft schon. Das ist quasi das, was vor Schweigen der Lämmer passiert als Fernsehserie. Das ist sehr gut. Also die Psychopathen, die sind schon richtig dargestellt eigentlich. Also, dass sie so gefühlskalt sind und sehr viel Aufmerksamkeit und Anerkennung wollen und sich so in andere nicht eindenken können, sondern nur die anderen nur so für sich ausnutzen wollen. Das ist schon... Also,
eigentlich ganz gut. Meistens ist es richtig dargestellt. Cool. Naja. Ja, jetzt macht mein Klassenkamerad weiter mit ihm. Wie bekommen Sie Abstand zu Ihrer Arbeit, Hobbys? Ich denke da zum Beispiel so an die blonden Burschen. Ja, Musik oder so. Ja, ich mache halt immer Quatsch zwischendurch. Das mache ich aber den ganzen Tag. Also, aber das ist nicht so zum Ausgleich. Für mich ist das alles eins. Also ich sage jetzt nicht, das ist mein Beruf. So, sagen wir mal, du bist jetzt im Supermarkt oder so an der Kasse. So, dann hast du ja feste Arbeitszeiten und einen festen Platz. Aber das ist bei mir ja nicht. Ich kann ja dahin gehen, wo ich will und die Zeiten mir einteilen, wie ich will. Deswegen für mich das so alles eins. Ich muss jetzt nicht sagen so, boah, Alter, jetzt endlich Sonntag, jetzt muss ich auf jeden Fall an diesem Sonntag mich entspannen oder so, sondern ich kann das halt auch dann machen, wenn ich gerade Lust habe. Deswegen ist das einfach. Und außerdem schlafe ich auch gerne. Also Schlafen ist auch super. Wie war das nach der Schule? War das mit den Maden, Morden und so weiter Ihr Traumjob? Nö, gab es damals noch gar nicht. Also so CSI und so gab es da eher noch gar nicht. Nee. Ich wollte eigentlich genetische Fingerabdrücke lernen. Es gibt einen Film, aber der ist zu alt, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Blade Runner heißt der. Da haben die das Problem, dass man die Androiden, das sind Bio-Androiden, die kann man nicht unterscheiden. Und mit genetischen Fingerabdrücken würde das natürlich gehen. Und als sie dann erfunden wurden, fand ich das natürlich geil. Das ist ein Science-Fiction-Film. Und dann habe ich mir gedacht, das musst du auch mal lernen. So ist das gekommen. Aber das, also von den Maden und Insekten wusste ich da noch gar nichts. Das war erst, als ich in der Rechtsmedizin gearbeitet habe. Da waren die Tiere dann halt und die Leichen und da habe ich es dann gelernt. Ja. Wir machen ja jetzt hier unseren Hauptschulabschluss. Wie war das bei Ihnen so in der Schulzeit? Gab es da viele Probleme? Geht so. Also wir waren sehr gemischt, deswegen sind da so Probleme jetzt nicht so aufgefallen. Also wir hatten zum Beispiel super viele Leute, die Musik gemacht haben. Die hatten zum Beispiel dann das Problem, dass sie jeden Tag, also wenn die Ballett gemacht haben, mussten jeden verfickten Tag nach der Schule in den Bus, wurden dann irgendwo hingefahren und sind dann abends wieder zurückgekommen. Und die konnten natürlich ihre Hausaufgaben nur im Bus machen zum Beispiel. Und da haben aber alle unheimlich viel Rücksicht drauf genommen. Also wir hatten zum Beispiel extrem wenig Hausaufgaben. Ja, oder ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich brauchte beim Sport nicht mitmachen, weil ich halt so eine Pfeife war und konnte ich in der Zeit dann halt was anderes machen und so. Also das war bei uns sehr cool, weil alle so gemischt waren. Und auch die sozialen Schichten waren gemischt. Also da waren super reiche Leute, zum Beispiel die Tochter vom Bundespräsidenten war da, aber halt auch irgendwie ganz normale Leute wie wir so. Also, ja. Wieso unterstützen Sie das Projekt Chance 2.0? Ja, ich unterstütze es ja gar nicht. Also ihr unterstützt es ja. Also ich bin ja nur kurz hier und gucke es mir an. Also ja, ich finde das super, dass ihr versucht, einen Abschluss zu machen. Ist halt, man wird halt mega ausgebeutet, wenn man keinen Schulabschluss hat. Dann kriegt man halt nur irgendeinen Job, wo man halt nur auf, ja, irgendeinen Dreckslohn bekommt. Der halt, und wenn du dann mal zum Beispiel eine Pause haben willst, also ich habe ja auch viele Freunde, die mit Hauptschulabschluss arbeiten und aber dann keine Ausbildung haben. Ich meine, die sagen ja immer, ach, zum Chef gehen, so, ich bin ja das kleinste Glied in der Kette und so. Und je besser die Ausbildung ist, umso mehr kann man auch so ein bisschen dann die Arbeitswelt gestalten und so. Das finde ich super. Also ist auf jeden Fall besser als rumhängen. Also finde ich gut, wenn ihr das macht. Sind Sie für solche sozialen Projekte und warum? Ja, also ich finde es natürlich super, wenn das irgendwie von der Stadt oder von der Organisation gemacht wird, aber ich finde es genauso gut, wenn man sich da selbst drum kümmert. Also ich kümmere mich auch um viele Leute privat einfach, wo ich den Eindruck habe, die brauchen einfach nur mal einen Tritt in den Arsch und irgendwie vielleicht mal auch mal eine eigene Wohnung. Das ist zum Beispiel auch oft ein Problem, dass die Eltern halt so einen Terror machen, dass man da natürlich nicht lernen kann, wenn die ganze Zeit rumbrüllen und so oder saufen oder missbrauchen oder vernachlässigen oder sonst irgendwas. Und das kann man auch privat machen. Das ist natürlich viel, viel besser, wenn man eine Organisation hat mit Lehrern, die sich darum kümmern und so weiter, klar, und Lehrerinnen. Aber ich finde das grundsätzlich gut. Also auch privat jetzt, hat jetzt gar nichts mit Organisation fördern zu tun. Und denken Sie, die Gesellschaft hat auch etwas von solchen Projekten? Ja, das auch. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass ihr halt ein cooles Leben führen könnt, was ihr selbst bestimmen könnt und wo ihr das machen könnt, wozu ihr Bock habt und nicht, was die anderen halt wollen, ne? Sie waren jetzt schon öfters in Darmstadt. Gibt es etwas über Darmstadt zu sagen? Also was Ihnen gefällt oder was Ihnen vielleicht nicht gefällt oder sowas? Ja, Darmstadt hat einen sehr krassen Kontrast zwischen unfassbarer Hässlichkeit und gleichzeitig dann aber auch wieder einigen besonders schönen Ecken. Also es ist sehr merkwürdig, dass man das nicht mal irgendwie, zum Beispiel diesen Marktplatz da, wo diese komische Säule ist, dass man das nicht mal so alles vielleicht ein bisschen in einen Guss macht oder so. Aber es ist jetzt natürlich was so als... Aber das ist egal, fuck it, ey. Ja. Bei Ihrem Auftritt heute Abend in der Zentralstation geht es ja um Hitlers Schädel und Zähne. Was war der Höhepunkt Ihrer Karriere und wann war das? Keine Ahnung, also ich finde alles gut, was ich mache. Also ich finde das jetzt hier genauso cool wie irgendwas anderes, sonst würde ich es nicht machen. Also
ich hoffe, dass jeder Tag, wenn ich aufstehe, irgendwas Cooles passiert. Aber ich werte jetzt nicht, was da mehr oder weniger wert ist oder so. Das ist irgendwie, mag ich nicht. Ich habe auch keine Ziele oder so. Die fragen euch garantiert früher oder später, wenn ihr irgendeinen Job habt, so, wo sehen sie sich in 10 Jahren oder so. Und einfach so, Mann, weiß ich nicht. Ich sehe mich heute gerade hier, so. Fertig, go to hell. Also, ja. Sie haben ja viele Tätowierungen. Kamen da schon mal irgendwelche Anfeindungen, sage ich jetzt mal, oder sowas wegen den Tätowierungen? Nö, ich glaube, die meisten Leute sagen dann einfach gar nichts. Also wenn die das doof finden, dann sagen die einfach nichts. Aber Anfeindungen eigentlich nicht, nö. Im Gegenteil, also es ist sogar eher so, dass das so ein Eisbrecher oft ist. Also in Kolumbien zum Beispiel, im Urwald, wo ich manchmal arbeite, da sind die halt so, konservativ ist das falsche Wort, aber so wie 20 Jahre zurück oft in der Zeit, die haben da halt, die sprechen alle nur Spanisch, also die sehen keine englischen Sender, die mögen keine Amerikaner, die gucken keine Videos, die wir so gucken und so und Filme. Und dann, wenn ich da ankomme und ich mache da einen Kurs, dann sagen halt alle Studenten, ach so, ja, das ist ja gar nicht so schlimm mit dem Tätowieren, kann man machen, kann man auch bleiben lassen. So ist das eigentlich eher, dass das so wie die Möglichkeit zeigt, dass man es machen kann, wenn man Bock hat, oder es halt auch bleiben lassen kann und beides gleich cool ist. So. Okay, dankeschön. Und dann gebe ich mal weiter wieder an Uraya. Sie sind böse, sie zeigen Mittelfinger und so. Du nicht? Machst du das nie? Doch. Ich kann auch Pommesgabel zeigen. Pommesgabel. Ja. Also jetzt zu der letzten Frage. Ich habe gehört, Sie haben Zauberfinger. Möchten Sie uns davon was erzählen? Ja, wenn du das möchtest, dann ja. Also, ich möchte das. Du möchtest das, gut, ja dann. Also ich habe, Zauberfinger hört sich schön an. Ich habe Magneten implantiert. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich eine Münze oder was. Hast du ein Centstück oder sowas? Oder 2 Cent? Gerade nicht. Warte mal, ich gucke mal. Vielleicht ist das so. Genau, da kann man. Ein 2-Euro-Stück. Yeah. Nee, es geht aber nur mit, ganz kleinem Geld. Warte mal. Hier so, klick. Da, zack, hängt es unter dem. Da ist ein Magnet drin und dann kann man das dann. Kann man den dranhängen. Voll nützlich. Ja? Läuft, funktioniert. Ja. Läuft. Da. Das ist der Zauberfinger. Danke für das schöne Wort. Das werde ich jetzt benutzen. Handfalten auch? Oder? Ja, das sind 2 Magneten. Ja. Kann man auch so dran gehen, dann kribbelt es. Und jetzt kommt nur bei mir, weil ich da Magneten drin habe. Ah, auf der anderen Seite. Geht's? Was sagst du, ich bin böse. Potz 1000, das darf ich sagen. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Das heißt dasselbe wie Fuck, nur auf schlau. Ja. Da haben wir es. Und wie kommt man auf so eine Idee und wie macht man die rein? Ich habe halt Kumpels, die machen alle möglichen so Körperveränderungssachen, was weiß ich, so kennst vielleicht so Hörnchen implantiert oder irgendwas. Oder genau, oder Tätowierungen oder Piercings oder so Transdermals, wo du so kleine Glitzersteinchen drauf tun kannst oder sowas. Und einer meinte halt, man kann auch Magneten reintun. Da habe ich gesagt, ja, coole Sache, lassen wir es mal ausprobieren. Also nur so aus Neugier. Und das ist cool, dann hast du einen Zusatzsinn. Also du kannst zum Beispiel gucken, ob irgendein Gerät an oder aus ist. Also kannst du so drüber gehen mit der Hand, dann weißt du, ob es an oder aus ist, weil das dann kribbelt halt. Ja, oder ob irgendwas magnetisch ist, kann man sehen. Oder Münzen hochheben. Also einfach nur aus Spielerei, um mal zu gucken, was geht und was nicht geht. So. Cool, Zauberfinger. Yeah. Also dann vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Das ja, war's schon. Ja, es hat mir auch sehr Spaß gemacht, obwohl ich dachte eigentlich, ja. Hat dich jemand gezwungen? Wurdest du gezwungen? Nein, okay. Ich habe selber ja gesagt. Und wie war es jetzt für Sie? Ein Traum. Ihr seid ja die Coolsten. Alles gut, ja klar. Cool. Das war's. Peace out. Bye. Ja, wie bin ich dazu gekommen, Hitlers Zähne zu untersuchen, wissen wir bis heute nicht. Also das war eine Zusammenarbeit von Amerikanern, also das war ein amerikanischer Sender, der heißt National Geographic und die wollten irgendjemanden, der wahrscheinlich jetzt nicht so wie so ein alter, zauseliger Professor aussieht oder so. Und die haben das dann so organisiert und die Russen wurden natürlich auch bestochen, also es ist auch klar. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ja, voll gut oder so, sondern man muss natürlich auch bestechen. Und ja, eigentlich... warum die dann also ich glaube, sie hat selber interessiert. Also die hat selber interessiert, ob das wirklich jetzt die Schädel und Zähne sind und haben sich dann gedacht, ja, dann, wenn die das jetzt eh alles organisieren,
dann können wir ja mal das erlauben. Wir haben es dann später nochmal versucht, da haben sie es dann nicht mehr erlaubt. Da haben sie gesagt, nee, jetzt haben wir ja die Lösung, jetzt soll auch keiner mehr da groß rumgurken. Die Zähne sind auf jeden Fall echt. Wir haben die ja verglichen mit den Röntgenbildern, als er noch gelebt hat. Also wir haben das, also du kannst ja auf einem Röntgenbild bestimmte Sachen sehen, zum Beispiel ob Metall in den Zähnen ist oder so. Und das kann man dann vergleichen mit den echten Zähnen, die da liegen. Also das ist nicht Glauben, sondern das ist dann Wissen. Also wenn bestimmte Anzahl Merkmale sind, zum Beispiel 7 oder 12 oder so, wie bei Fingerabdrücken, dann weiß man, dass das gleich ist. Und das Schädelstück weiß man nicht so genau. Das Schädelstück könnte auch von jemand anderem sein. Ja, mega gammelig, ey. Also das war die Hölle. Also der hatte so mega Mundgeruch auch und haben auch alle erzählt. Also es ist dokumentiert und hatte auch Knochenschwund hier. Also man kriegt das auch, wenn man sehr viel Amphetamine zu sich nimmt. Das hat er gemacht. Ein sogenannter Meth-Mund, also Crystal Meth-Mund. Den könnte also gut sein, dass er auch ziemlich bisschen zu viel von den Substanzen über die Jahre eingenommen hat, um wach zu bleiben. Ja, ja, der war Spätaufsteher und das war für den scheiße, wenn er immer so früh aufstehen musste. Also der ist normalerweise, wenn er freiwillig aufstehen konnte, ist er um 12 oder so aufgestanden mittags. Und das ging natürlich im Krieg nicht so gut. Da ist er noch um 6 oder um 5 aufstehen, ja. Oder noch früher. Weiß man nicht, wenn er perfekt ist, Chef. Erfährt es keiner, ne? Keine Ahnung. Naja, also dass alle Leute Gewalt so selbstverständlich finden. Also dass sie sagen, ja, da ist halt ein Krieg und ist halt so, das können wir uns jetzt in der Tagesschau angucken. Oder jetzt hier bei den Olympischen Spielen, ja, dann, die sind dann halt schwulenfeindlich und lesbenfeindlich und so. Naja, also dass man das einfach so hinnimmt und so, das finde ich mega gruselig. Also da wird mir ja die Hutschnur platzen. Platzt mir auch. Aber dass man sagt so, naja, sind halt Leute gestorben, ist halt ein Kollateralschaden. Das ist total beknackt. Ich finde Otto-Normalverbraucher gruselig. Ja, weil die halt alles so hinnehmen, weil die sagen, ja, ist halt so. Das ist.